Mark hergehauen. Ja! Ich würde trotzdem gern der Kollegin Dagmar Schmidt das Wort erteilt haben. Sollen wir noch ein bisschen warten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat das Wort die Kollegin Dagmar Schmidt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Thema. Sicherheit, aber auch neue Chancen am Arbeitsmarkt zu schaffen, ist eines, wenn nicht das zentrale Anliegen der SPD in dieser Koalition. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich auf den Sozialstaat und sie müssen sich erst recht auf ihre Arbeitslosenversicherung verlassen können, für die sie jeden Monat Beiträge zahlen. In Zeiten, in denen auf der einen Seite die Welt sich wandelt, die Arbeitswelt sich verändert und auf der anderen Seite viele Unternehmen nach Fachkräften suchen, ist eine reine Verlängerung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld I keine Antwort und auch kein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Denn was wir wissen ist, wenn jemand erstmal aus dem Arbeitsleben raus ist, ist es schwerer, wieder gute Arbeit zu finden. Und was wir auch wissen ist, dass die allermeisten Arbeitslosen eben auch schnell wieder Arbeit finden wollen. Dabei sollen sie unsere Unterstützung haben. Und wir haben deswegen drei Dinge in unserem Sozialstaatspapier in den Fokus genommen und in Regierungspolitik angefangen umzusetzen. Erstens das wichtige Thema Prävention, denn wir wollen erstmal verhindern, dass Menschen überhaupt arbeitslos werden. Dafür brauchen wir, da haben wir auch bereits in der letzten Legislatur wichtige Schritte unternommen, Prävention, den bestmöglichen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Wir haben in einem Modellprojekt im Rahmen des Flexirentengesetzes den sogenannten Ü45-Check-up eingeführt, einen Gesundheitscheck berufsbezogen, der dazu führt, dass man guckt, ob man diesen Beruf auch gesund weitermachen kann und aus dem Maßnahmen und Unterstützung resultieren am Arbeitsplatz, im Unternehmen oder auch, wenn nötig, für eine Umschulung. Das ist konkrete Politik für konkrete Probleme konkreter Menschen. Und dann natürlich das große Thema Qualifikation. Wir haben mit dem Qualifizierungschancengesetz einen ersten großen Schritt in die richtige Richtung getan, einen ersten großen Schritt Weiterbildung und Qualifizierung für diejenigen, die vom Strukturwandel betroffen sind, zu unterstützen. Aber wir wollen mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz das Ganze weiterentwickeln. Wir wollen noch flexibler und noch näher an den Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und an den Unternehmen unterstützen können und drohender Arbeitslosigkeit mit Qualifizierung begegnen. Und wir wollen flexibel sein, wenn die Konjunktur nicht mehr so brummt. Prävention ist also die erste Aufgabe. Zweite Aufgabe, Sicherheit im Wandel. Wir haben in dieser Koalition ein Recht auf Weiterbildungsberatung geschaffen und wir werden ein Recht auf das Nachholen eines Berufsabschlusses beschließen, wie in der Weiterbildungsstrategie beschrieben. Die SPD möchte darüber hinaus ein Recht auf Weiterbildung für alle im Strukturwandel und ein Recht auf den Start in einen neuen Beruf. Das ist unsere Forderung. Und wer arbeiten möchte, der muss das auch können. Dabei wollen wir die Menschen unterstützen. Das ist unser Ansatz. Und drittens, wir wollen Leistung anerkennen. Wir wollen Arbeitsleistung besser anerkennen, aber vor allem eigenes Engagement besser unterstützen. Das wollen wir in unserem Sozialstaatspapier, haben wir das beschrieben, durch die Einführung eines Arbeitslosengeldes Q. Wer nicht schnell wieder Arbeit findet, bekommt eine individuelle, eine passgenaue Weiterbildung und das Arbeitslosengeld Q. Zusätzlich zum Arbeitslosengeld, so wird der Bezug verlängert für diejenigen, die sich weiterbilden und qualifizieren. Wir wollen aber auch die Arbeitsleistung durch eine höhere Anspruchszeit insgesamt würdigen. Bei mindestens 20 Jahren Beitragszeit 3 weitere Monate, ab 25 Jahren 6 Monate und ab 30 Jahren 9 Monate. So haben wir es in unserem Papier beschlossen. Und das beschreiben wir auch. Und wir wollen, dass die Lebensleistung auch dann eine Rolle spielt, wenn man keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld I hat. Der vorübergehende Bezug von Transferleistungen darf sich nicht sofort auf den Wohnort auswirken oder Menschen dazu zwingen, ihr gesamtes Gespartes aufzubrauchen. Wer aus dem Arbeitslosengeld I kommt, wer also schon gearbeitet und in die Versicherung eingezahlt hat, bei dem wollen wir 2 Jahre weder Vermögen noch Wohnung prüfen. Die Menschen sollen nicht auf die Wohnungssuche geschickt werden, sie sollen sich auf die Arbeitssuche machen können und sollen sich qualifizieren können. Die Möglichkeiten wollen wir ihnen geben.
Bei der Verlängerung und der Verbesserung von Leistungen müssen wir eben zwei Dinge unterscheiden. Wir wollen einerseits damit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Wandel mehr Sicherheit geben und dem Gerechtigkeitsempfinden der Menschen Rechnung tragen. Wer länger gearbeitet hat und eingezahlt hat, der muss davon auch etwas haben. Es ist aber nicht unser Ziel, dass Arbeitslose bis zum Ende der Bezugsdauer arbeitslos bleiben. Wir wollen alles daran setzen, ihnen einen guten Job zu ermöglichen. Und deswegen ist ein Recht auf Arbeit viel wichtiger als die Bezugsdauer. Unserer Auffassung nach gibt es genug Arbeit, für die auch ältere Menschen neu qualifiziert werden können. Es gibt genug Arbeit, die gesellschaftlich notwendig ist, aber bisher nicht bezahlt wird. In der Unterstützung von Älteren, von Kranken, von Familien, in der Unterstützung von Ehrenamt und Sozialwesen, in den Städten, in den Gemeinden, im Umweltschutz und so weiter. Unser Credo bleibt, wie wir es mit dem sozialen Arbeitsmarkt in diesem Jahr begonnen haben. Wir bezahlen lieber Arbeit statt Arbeitslosigkeit. Glück auf! Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Sabine Zimmermann, die Linke.